Jeder, der schon mal einen Unfall hatte, weiß, wie wichtig rasche fachliche, kompetente, aber auch menschliche Erstversorgung sind. Seit über 50 Jahren sichert das Lorenz-Böhler-Unfallkrankenhaus die Unfallversorgung im Norden Wiens. Hier wurde Geschichte geschrieben. Hier werden 65.000 Patienten pro Jahr pflegerisch und medizinisch in fachmännisch höchster Qualität und vor allem menschlich versorgt. Nun droht die Bevölkerung, diese wichtige medizinische Einrichtung zu verlieren. Am Montag, dem 4. März, soll der OP des Lorenz-Böhler-Krankenhauses unwiderruflich geräumt werden. Das bedeutet das Ende des Lorenz-Böhler-Krankenhauses, denn ein Unfallkrankenhaus ohne OP-Raum kann nicht funktionieren. Intensivstationen und Bettenstationen sollen darauf folgen. Es steht einiges am Spiel. Neben 400 Arbeitsplätzen, die unmittelbar gefährdet sind, geht es vor allem um die medizinische Nahversorgung in Wien. Im Lorenz-Böhler-Unfallkrankenhaus werden 65.000 Patientinnen und Patienten jährlich betreut und die 5.000 Operationen jährlich vorgenommen. Das sind 25% der gesamten Unfallversorgung in Wien. Ohne einen massiven Qualitätsverlust für das Gesundheitssystem in Wien lässt sich diese Leistung nicht verlegen. Heinz Brenner, Sprecher der Unfallchirurgen in der Wiener Ärztekammer, selbst Oberarzt und Chirurg am Lorenz-Böhler-Unfallkrankenhaus in Wien-Brigittenau, ist hellauf empört. Während am Montag im Sitzungssaal des Krankenhauses der Generaldirektor der AUVA das Personal über angebliche Zukunftspläne informiert, rücken nach jüngsten Informationen in den Operationssälen schon die Arbeiter an und montieren alle Gerätschaften ab. Doch man nehme dort noch frisch Verletzte auf. Was soll mit diesen Patienten geschehen, wenn am Montag nicht mehr operiert wird? Brenner glaubt an ein gezielt herbeigeführtes Chaos. Die AUVA wollte jenes Unfallspital, in dem jeder vierte Unfallpatient Wiens behandelt wird, bewusst an die Wand fahren und legt dabei ein atemberaubendes Tempo vor. Das ist das Aus für unser Spital. Wenn die Möbelpacker die OP-Tische weggeräumt haben, wird das nie wieder funktionieren, so Brenner. Fürs Personal sieht Brenner eine klare Stoßrichtung. Rechtlich ist es Quatsch, dass die AUVA-Ärzte künftig im AKH operieren sollen. Das ist verboten. Und es wäre auch praktisch undurchführbar, weil wir ja nicht einmal die Krankengeschichten der Patienten kennen. Die Vorgangsweise wird dazu führen, dass sich das gesamte Personal zu anderen Wiener Spitälern verabschiedet, die händeringend nach Mitarbeitern suchen. Laut Brenner habe die AUVA in der gesamten Debatte den Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker schlicht am Schmäh gehalten. Man nehme bewusst in Kauf, dass das Gesundheitswesen des Roten Wien an die Wand fahre. In einer schriftlichen Stellungnahme bestätigt die AUVA, dass die temporäre Verlagerung der stationären Leistung des Traumazentrums Wien Standort Brigittenau am 28.02. beschlossen worden sei. Und zwar an die Standorte Meidling und AKH bis Ende 2024 sowie eine Zwischenlösung am Anfang 2025 in einem Interimsbau in der Brigittenau. Tatsächlich wird aber bis 2030 hier ein Forschungs-, Wirtschafts- und Gesundheitscampus mit Kooperationspartnern entstehen, wie die AUVA festhält. Doch warum das Ganze? Im Zuge der Planungsarbeiten seien erhebliche Brandschutzmängel beim Stahl-Skelettenbau festgestellt worden. Eine Behebung dieser Mängel sei im laufenden Betrieb nicht realisierbar. Sollten aber die Mängel nicht behebbar sein, habe die Behörde festgehalten, dass der Betrieb raschestmöglich zu schließen sei. Der Gesundheitsminister Johannes Rauch wäre wohl der Einzige, der jetzt diesen Skandal noch verhindern könnte. Denn er stehe laut Brenner als Einziger über der AUVA.